Schon im Vorjahr gab es eine U9 Euro Championship und auch heuer wird es dieses Fußballturnier wieder geben. Dazu gibt es verschiedene Qualifikationsturniere für die 48 Teams der Austrian Trophy. Eines dieser Qualiturniere mit Teams aus Niederösterreich, Tschechien, der Slowakei und vielen Wiener Traditionsvereinen fand nun in La statt. Als Siegermannschaft dieses Qualifikationsturnieres ging der SV Wienerberg in den orangen Dressen vom Platz. Das ist ein Qualifikationsturnier für die Austrian Trophy, die in einem Monat ungefähr in Salzburg stattfindet. Und wir suchen hier bei diesem Turnier eben zwei Teilnehmer, die dann in Salzburg dabei sind. Woher kommen die Teams von heute? Von heute kommen zwei Teams aus der Tschechoslowakei, besser gesagt Tschechische Republik, und eine aus der Slowakei, und sonst gibt es regionale Mannschaften und aus Wien. In weiterer Folge sind aber dann auch noch andere internationale Teams mit dabei. Ja, das stimmt. In Salzburg spielt zum Beispiel der Titelverteidiger mit, das ist der FC Liverpool. Dann kommt noch aus Budapest MTK Budapest und einige andere Mannschaften aus Umkreis von Salzburg, Tirol, Niederösterreich, Wien. Also insgesamt 40 Mannschaften. Inwiefern kann man ab diesem Alter schon sagen, ob da Talent ist für eine mögliche weitere Karriere? Wahrscheinlich kann man es schon sagen. Ich bin der Falsche dafür, ich bin kein Scout, aber man sieht schon sehr einen großen Unterschied zwischen Top-Clubs wie Liverpool oder kleinere Mannschaften eben aus Österreich, die angewiesen sind auf die Kinder der Umgebung, und Liverpool zum Beispiel kann sich die Kinder aussuchen. Also dort spielen dann wirklich nur die Besten. Jetzt findet das Turnier heute hier auf der Sportanlage in La statt. Wie seid ihr damit zufrieden? Sehr zufrieden, bis aufs Wetter. Aber gegen das kann man nichts machen und es ist einfach toll. Die letzten zwei Spiele.